Angelzentrale Herrin. Wir befinden uns hier heute beim Karpfenangeln. Wir werden Karpfenangeln vom Boot aus, was die ganze Sache meiner Meinung nach ein bisschen interessanter gestaltet, weil wir die Möglichkeit haben, unsere interessanten Stellen direkt anzufahren. Wir müssen keine großen Distanzen auslegen, wir können unseren Spot in Wurfweite wählen und haben damit die Möglichkeit, ohne viel Aufwand zu unserem Fisch zu kommen. Ja, wir sind hier auf der Havel. Havel ist ein Flusssystem von Fluss- und Seensystem, muss man vielmehr sagen, eine Fluss- und Seenlandschaft. Von knapp 300 Kilometern Länge, soweit ich weiß. Hier die Karpfen zu finden, die sehr rar gesät sind, ist natürlich immer nicht ganz so einfach. Und sie zu fangen ist natürlich noch etwas schwieriger. Gehen wir doch nochmal kurz auf unsere Montage, Strategie und Köder ein. Wie ihr seht, verwende ich die Köder der Firma Gorilla Baits für die Havel, wo in dem Normalfall ziemlich viel Futter notwendig ist. Ist es auch wichtig, einen Köder zu finden, der einen preislich oder finanziell nicht ruiniert und der Fisch dennoch gut drauf anspringt. Hier sehen wir den Scottish Niggard von Gorilla Baits. Wir haben ihn hier in drei verschiedenen Größen von 16 bis 24 mm. Mir ist es persönlich sehr lieb, verschieden große Köder zu füttern, um den Karpfen einfach nicht so sehr misstrauisch zu machen. Lief am hellerlichten Tage ab. Der Fisch kam jetzt bei 60 cm Wassertiefe. Ich habe ihn gerade gewogen. Gute 12 Kilo bringt er auf die Waage. Das werde ich euch mal zeigen. Stück. Ein wunderschöner Havelspiegler, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Man erkennt es an dem doch relativ großen Maul, was schon sehr zerfleddert ist von den vielen Muscheln, die er wohl gerne zu sich nimmt. Schöner Fisch. Ich freue mich riesig. Geil. Gorilla Baits macht's möglich. Also, wieder rein mit dem Burschen. Thank you.
Gorilla Baits Nummer 21. Diesmal hat er wieder zugeschlagen. Single Hook Bait PVA bei 60 cm. Schaut ihn euch an! Ja! Mega! Am hellerlichten Tage. Für solche Fische bin ich hier. 17 Kilo. Was für ein Traumfisch. Schauen wir mal, mit ein bisschen Glück geht noch was, Jungs. Der kommt wieder rein. So, Jungs. Nachdem wir gestern erfolgreich am Tage zwei Fische verhaften konnten, kam bis zum Abend leider kein Biss mehr. Wir sind heute am Folgetag nochmal Ziel, werden es wieder versuchen tagsüber. Wir haben uns von der Position her ein bisschen versetzt, damit wir die Möglichkeit haben, auch das Seerosenfeld in einer anderen Ecke zu befischen. Ich möchte euch kurz nochmal meine Montage zeigen. Wir sehen eine ganz normale Inline-Montage. Wir haben hier ein Blei von 120 Gramm. Unser Monofilet-Vorfach, was quasi über eine Schlaufe in einen Quicklink eingehakt wird. An dem Vorfach haben wir dann quasi unseren PVA-Beutel, welcher hier mit Cloud behandelt wurde. Cloud ist einfach bloß ein Wolkenbilder, extrem Duftstoffe im Wasser freisetzt und eine unglaubliche Wolke erzeugt. Meiner Meinung nach wirklich bloß sinnig in einem PVA-Bag einzusetzen, weil sonst beim Wurf schon an der Oberfläche viel von dem Lockstoff, ja, ich sag mal, auswäscht. In einem PVA-Bag habe ich wirklich die Möglichkeit, diesen einzuwerfen und den Lockstoff auch wirklich unmittelbar am Köder einzusetzen. Jo, dann werden wir es heute nochmal probieren. Wir haben es jetzt Mittagszeit. Gestern kamen die Bisse um 15 und 18 Uhr. Schauen wir mal, vielleicht geht's halt, läuft es heute ähnlich. Würde mich freuen. Also rein damit. Fische fangen. So, Jungs, zum Abschluss. Ihr habt nochmal einen schönen 20-Finder. Freue mich riesig über diesen Fisch. Untertags, das ist doch eine geile Angelei. Ich hoffe, ich konnte euch ein, zwei schöne Sachen mitten auf den Weg geben und euch das Bootsangeln etwas näher bringen. Also, setzen wir uns zurück, Jungs. Wir sehen uns am Wasser. Petri, bis dahin. Ciao.